Hey Leute, das Summer Update haben alle drauf und ja, bis auf die zwei NPCs, die drei Sommer NPCs, war es das für den Moment. Da kommt natürlich noch was, morgen gegen 15 Uhr werden wir da noch neue Sachen bekommen und sind da auch schwer gespannt und können dann auch gratis wieder das eine oder andere Item abräumen. Dazu, zu den Aufgaben und zu diesen Gratis-Items komme ich aber erst morgen, denn heute gucken wir uns nochmal eine Einstellung an, die jetzt neu drin ist. Vielleicht ist euch die gar nicht aufgefallen. Die möchte ich euch mal zeigen. Und zwar geht es da um euren Spind und eure, ja, ich sag mal, um eure Ordnung in eurem Spind. Ihr habt nämlich jetzt die Möglichkeit, gewisse Gegenstände zu archivieren, sozusagen verschwinden zu lassen aus eurer Übersicht. Ich bin jetzt hier in meinem Spind unterwegs und nehme mir jetzt einfach mal die Outfits raus und sehe hier jetzt so ein paar Outfits, die ich habe, ja. Jetzt kann es sein, dass du sagst, Mensch, ich habe jetzt hier irgendwie meine Outfit-Übersicht und die finde ich jetzt gar nicht cool. Ich finde jetzt gar nicht cool, dass jetzt hier, keine Ahnung, komm, hier, LeBron James mit drin ist. Okay, den Typen kann ich nicht mehr sehen, denn das darf ja wohl nicht wahr sein. Dann kannst du jetzt bei der PlayStation, schaut mal bei euch rechts unten, da steht es dann für euer Endgerät. Bei mir ist es halt eine PlayStation 4 und 5 ist also L, archivieren. Jetzt kannst du den gedrückt halten und kannst sagen, ich möchte LeBron nicht mehr sehen. Ich möchte aber auch alle anderen Icon-Reihe Outfits auch nicht mehr sehen. Und jetzt kannst du sagen, ich möchte die vier Gegenstände archivieren. Bei mir wäre das jetzt Viereck, also wir bestätigen das jetzt nur. Und zack, sind die raus. Jetzt siehst du die hier nicht mehr drinne. Die sind jetzt alle raus aus deinem Spind. Die sind natürlich nicht ganz raus, okay? Wir können jetzt auf der rechten Seite, bei mir ist es wieder R2, Achtung PlayStation, dann kannst du hier ganz nach unten, schaut mal, archiviert. Da kannst du drauf tippen und sagen, oh, hier sind jetzt meine archivierten Outfits, meine Skins drin. Du kannst aber nicht nur Skins archivieren, du kannst auch andere Sachen archivieren, ja? Also du kannst jetzt zum Beispiel auch auf die Lackierung gehen und sagen, du, keine Ahnung, zack, also wieder gedrückt halten, bei mir ist es L, ich möchte... Ach, keine Ahnung, hier, zack, Sternkartografie, die möchte ich nicht mehr sehen. Zack, wird die auch archiviert und verschwindet aus deiner Übersicht. Die ist dann wieder raus. Und auch hier wieder das Gleiche, die können die uns anzeigen lassen, indem wir hier wieder auf der Seite bei Sortieren, R2 ist es bei mir, unten auf Archiviert klicken und dann sehen wir, hier ist die Sternkartografie als Lackierung hinterlegt. Jetzt kannst du aber auch sagen, die möchte ich nicht mehr da drin haben. Du kannst also auch sagen, aus der Archivierung heraus, also du kannst sie auch trotzdem ausrüsten, auch wenn das sozusagen in der Archivierung drin ist. Dann seht ihr, habt ihr so eine kleine, wie so eine, ja, ich sag mal, so eine kleine Box, irgendwie so eine kleine Aktenbox. Jetzt könnt ihr auch sagen, nee, die möchte ich da aber nicht mehr drin haben. Dann könnt ihr genau den gleichen Button wieder drücken, wie ihr das mal gemacht habe, beziehungsweise Moment, ich gehe hier wieder in die Archivierten. So, da drücken wir jetzt wieder den gleichen Button und können jetzt sagen, welchen Gegenstand möchte ich aus meiner Archivierung rausnehmen. Dann wählst du den aus, drückst Gegenstand unarchivieren und zack, hast du deine archivierte Lackierung wieder in der Übersicht. Hier seht ihr sie jetzt, ja? Hier ist sie jetzt wieder drin. Und das Gleiche funktioniert natürlich auch bei euren Outfits. Da ist es genau das Gleiche. Wir drücken hier wieder auf Anschauen, archivierte Items und können jetzt wieder sagen, hey, pass auf, ah nee, Neymar möchte ich doch sehen, finde ich doch cool. Die anderen und Marshmallow möchte ich auch noch sehen und die anderen sollen halt raus. Das war's. Dann hättest du jetzt hier zumindest wieder, zumindest müsste das jetzt so sein, genau Neymar drin und Marshmallow. Du kannst also deinen Spind ein Stück weit mehr aufräumen und verhasste Outfits oder Gegenstände komplett verbannen, sodass du sie gar nicht erst mehr siehst. Worin liegt jetzt der Sinn? Ich habe keine Ahnung. Ich sag's euch, wie es ist. Es macht für mich kaum einen Sinn, weil du kannst ja schon im Vorfeld durch dieses Suchenfeld sehr, sehr gut archivieren und sagen, hey, pass mal auf meine letzten, die ich freigeschaltet habe. Oder ich suche, wenn du sagst, es ist zu unübersichtlich, ja, okay, ich suche nur DC-Sachen. Dann habe ich jetzt alles, was mit DC in Verbindung steht, hier drin. Genauso geht es auch mit Marvel etc. oder ihr gebt den Namen direkt ein. Dann habt ihr noch die Möglichkeit zu sagen, nee, ich nehme vorkonfigurierte Skins und packe mir die komplett da rein. Auch das könnt ihr ja schon machen. Also, warum ist das so? Warum machen die das jetzt so? Ich kann es gar nicht richtig nachvollziehen. Es ist eine Möglichkeit. Ihr wisst jetzt, dass ihr es machen könnt. Außer ihr sagt, ich habe hier ein Skin geschenkt bekommen, der ist so schlecht. Ich will ihn nicht mehr sehen. Dann könnt ihr sagen, okay, ich packe ihn in die Archivierung. Dann habt ihr da eine Möglichkeit. Was ich jetzt cool gefunden hätte, wenn Fortnite mir in dieser Übersicht des Spindes auch die Möglichkeit gegeben hätte, komplette Slots zu archivieren. Also, okay, ich bin sowieso, ich
wenn ich eine Lackierung habe, dann mache ich das meistens so, dass ich das dann tatsächlich überall drauf habe. Ich mache da nicht so viele verschiedene Sachen. Okay, jetzt kannst du sagen, ja, Lackierung, wie wollen wir das noch machen? Aber du hast jetzt hier zum Beispiel deine Emotes mit drin. Hier gestaltest du dein Outfit. Das kann ich alles noch nachvollziehen, Hängegleiter und so weiter. Aber da bin ich auch ehrlich, mich toucht diese Ladebildschirmfunktion überhaupt nicht, brauche ich nicht. Titelmusiken brauche ich nicht. Habe ich sowieso immer unterdrückt wegen den Lizenzen. Und diese komischen Banner-Dinger brauche ich nicht. Also ich hätte es cool gefunden, hätte man diesen Bereich hier noch mal ein Stück weiter verschlankt, als zu sagen, hey, du kannst aus deinem Spind irgendein Skin verschwinden lassen und packst ihn dann in so eine Box rein. Aber ist ja auch egal. Ich wollte es euch nur mal zeigen und nur mal sagen, ist jetzt vielleicht eine Funktion, die ein Stück weit untergegangen ist. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, das ist die Funktion, nutzt es oder nutzt es nicht. Und sobald dann morgen die weiteren Updates am Start sind, sobald die anderen Sachen, die Gratis-Items am Start sind, werden wir das alles uns anschauen. Ich werde die Lösung dafür hochladen. Wir machen das alles zusammen. Alles cool. Ich will es nur nicht jetzt schon einfach euch, sage ich jetzt mal, eine Aufgabe hier hinklatschen und sagen, hier ist das Item, das ist die Aufgabe, aber ohne die Lösung. Das finde ich irgendwie so, weiß ich nicht, das finde ich so oberflächlich, das möchte ich nicht machen. Darum warte ich da bis morgen. Aber ihr habt jetzt die Möglichkeit, ihr könnt archivieren wie die Irren. Also viel Spaß beim Archivieren. Macht's gut. Bis dann erstmal. Ciao, ciao.